dass sie gesagt haben, nee, das langt ihnen nicht, sie wollen was erreichen, sie wollen weiter, sie wollen eben raus aus dieser Schichtarbeit, sie wollen raus aus 250, 260, 300 Stunden Arbeit, sie wollen keinen Hungerlohn. Ja, und es geht halt nur, wenn ich selber was tue. Wenn ich da warte und hoffe, dann wird nichts passieren. Also zwei Schritte, die man jetzt hier machen kann. A, Firma wechseln, B, eben sich weiterqualifizieren. Ja, also ein ganz entscheidender Punkt. Und was Sie auch in der Mail geschrieben haben, und da vielleicht noch, würde ich gerne vielleicht noch mal einen Satz oder zwei von Ihnen dazu haben, dass Ihnen das wichtig war als Möglichkeit des persönlichen Wachstums. Das ist ja auch so ein Punkt, wo viele gar nichts damit anfangen können. Was bedeutet persönliches Wachstum? Was verstehen Sie darunter? Das war für mich sogar eigentlich fast einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Konnte ich auch, bevor ich den Meister gemacht habe, noch gar nicht absehen. Ne? Also was da eigentlich alles an Wachstum auf einen zukommt. Natürlich erstmal, klar, wird man fachlich natürlich irgendwo umfassender ausgebildet. Man geht einfach tiefer ein bisschen mal ins Arbeitsrecht rein und auch so ein bisschen die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die man anschneidet. Und man versteht dann eben einfach irgendwann vielleicht auch die Entscheidungen des Unternehmers besser. Und man kann es zumindest nachvollziehen. Es ist vielleicht nicht immer alles, wo man absegnen würde, aber man kann einfach vieles nachvollziehen besser. Und auch dieses ZIP, ne, diese Zusammenarbeit im Betrieb. Ich denke mal, dass eigentlich vieles wahrscheinlich irgendwie logisch sein sollte, ne, aber es ist trotzdem immer nochmal interessant, das mal durchzugehen und so zu schauen, okay, wie sollte ich denn mit Mitarbeitern umgehen oder wie gehe ich denn mit Kollegen um? Und Auch die wenn man dann so, Strukturierung einfach. genau, ne, und wenn man dann so Vergleiche hat, von vielleicht Vorgesetzten oder Kollegen, die das komplett falsch machen, ne, da kann man viel für sich rausziehen. Und ich finde halt eben auch wahnsinnig viel für den privaten, persönlichen Bereich. Und dann letztlich durch den Meister, kam ja dann auch die erste Führungsstelle. Und die war das Entscheidende eigentlich. Also ich weiß noch, da hat mein ehemaliger Chef, ne, mir dann eben gesagt, also man wächst durch die Aufgaben. Ich dachte, ja, es hat irgend so einen Spruch, ne, aber das war wirklich brutal. Also die ersten Monate waren auch wirklich hart. Nicht irgendwie von der Arbeit her, sondern das erste Mal halt eben Mitarbeiter irgendwo einteilen, ne, auch mal vielleicht merken, dass man in einer anderen Rolle ganz anders wahrgenommen wird. Und das waren einfach Erfahrungen, die sehr prägsam waren und wo man einfach wahnsinnig viel für sich selber lernt. Und ich habe halt eben auch dadurch ein bisschen gelernt, so ja, Verantwortung für mich selber zu übernehmen. Also weil nur wenn ich mich selber verantworten kann, kann ich eben auch andere da irgendwie mit einbeziehen oder andere Verantwortungen also für andere übernehmen. Und das war dann auch eben nochmal so der passende Weg, die mir halt dann eben die nächste Stelle geebnet hat, also in dieser Einsatzleitung. Und dann war das Ganze eben wieder so eine Stufe höher. Und dann hat man halt irgendwie, ne, Kundenkontakt und halt einfach natürlich immer wieder mal Gespräche mit anderen Kunden. Dann geht es eben darum, vielleicht kann man sich ja einbringen und irgendwann mal so ein Sicherheitskonzept schreiben, ne? Auch wenn das vielleicht jetzt noch eher im kleinen Bereich ist, aber einfach mal so ein bisschen aus sich rauszukommen. Und das war einfach persönliches Wachstum, ne? Also mal mehr zu sehen als in dieser typischen Sicherheitsblase, in der so viele leben, ne? Die nichts mitbekommen, außer Stunden schieben, Stunden schieben, Stunden schieben und dann vielleicht irgendwie auch in Facebook, ne, in 100.000 Sicherheitsgruppen sehen und nichts posten, außer Polizeieinsätze, Schlägereien, Messerstechereien, Mord und Totschlag. Ne? So dieses mal rauskommen, das war für mich. Man sieht auch bei Ihnen, es ist immer wieder relativ ähnlich. Sie schreiben ja auch, dass Sie da, oder haben Sie vorhin gesagt, dass Sie Kollegen haben, die gesagt haben, der Meister, das bringt doch nichts und da gibt es eh keine Stellen. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Wie haben Sie das in Anführungszeichen abgeschüttelt? Weil da haben ja auch viele damit zu tun. Wir haben auch viele Teilnehmer, die sagen, ich verrate gar niemandem irgendwas, weil ich mir genau das ersparen will. Ich habe es zu Beginn eigentlich auch keinem sogar gesagt, also nur ganz wenigen, weniger jetzt, weil ich irgendwie mir das ersparen wollte, dass Kollegen sagen, das bringt doch nichts, als vielmehr diese Rückfragen, ne? So dieses, ah, und oder wie war der Meister, hast du ihn bestanden, ne? Sowas, als ich es nicht bestehen würde, dass ich halt dann, ja, wäre vielleicht irgendwie, komme ich in Erklärungsnot oder so. Aber irgendwann natürlich wussten es dann auch mehrere und damals noch, als ich da gelernt habe, wir waren, boah, ich glaube, über 140 Mitarbeiter, also irgendwann wussten das dann sehr, sehr viele natürlich. Und ich habe mich halt einfach an die gehalten, die den Meister auch schon hatten. Also wir hatten drei, vier Stück dabei
Ja. Und das waren interessanterweise diejenigen, die gemeint haben, ja, das ist super, mach das, das ist total geil. Und die kamen auch alle irgendwo woanders hin. Also einer wurde Lehrer zum Beispiel, einer kam irgendwie zu Siemens, irgendwie intern in den Werkschutz und Okay. von dem dritten weiß ich nicht, aber auch irgendwo intern und alle haben irgendwas Gutes bekommen. Und Ja. das war für mich halt natürlich auch so ein Thema, wo ich wusste, okay, das macht auf jeden Fall Sinn und ich habe es halt mal mit anderen Branchen verglichen. Und wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich mache irgendwo, die Fachkraft ist zwar in unserer Branche, ist man sofort ziemlich weit oben, aber es ist halt trotzdem einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur eine Ausbildung. Und ich kann jetzt ja auch nicht irgendwo eine Ausbildung als Bankkaufmann machen und dann hoffen, dass ich in 2 Jahren irgendwie ganz oben Lala, da bin. mitspielen. Genau, also da musste ich halt weitermachen. Und dann war natürlich auch ein Punkt, dass ich mir überlegt habe, vielleicht noch zu studieren. Also der Meister hat natürlich auch andere Vorteile, die er halt so mit sich bringt. Und einer war eben das Studium. Und da kann man ja mittlerweile an der FH zumindest, glaube ich, alles studieren soweit. Und fand ich auch interessant. Und ich habe eben damals auch schon so mit dem Bereich Psychologie so ein bisschen geliebäugelt, ne? War mir noch nicht so ganz sicher, wo die Reise hingeht. Aber das waren einfach so mehrere Faktoren, die mich dann da ja, bestärkt haben, das Ganze zu starten. Und ich fand es interessant, also mir hat es auch Spaß gemacht zu lernen. Ich fand es einfach interessant. Ein Satz fand ich auch sehr spannend in Ihrer Mail. Ich bin mir sicher, dass ich auch beim damaligen Nichtbestehen einen weiteren Anlauf für den Meister gemacht und mich so langsam in eine bessere Zukunft gehievt hätte. Woher diese Zuversicht? Weil es ist ja auch so, dass viele Leute sagen, ah, das schaffe ich nicht und ja, und sich dann vergraben und eben sagen, nee, ich ziehe das durch und auch wenn es Rückschlag gibt, völlig egal, ich mach's. Ich glaube einfach, dass da auch das Mindset wirklich eine riesige Sache ist, ne? Dass man einfach die richtige Einstellung hat zu den Themen, dass man da ja, sich eben nicht unterkriegen lässt von einem Versuch, ne? Also auch wenn man vielleicht irgendwas nicht besteht, dass man einfach nochmal ja, einen neuen Anlauf nimmt, sich überlegt, okay, was habe ich denn falsch gemacht? Also vielleicht nicht irgendwie die Schuld wieder abgeben oder die ganze Verantwortung Ganz genau. sagen, der blöde Prüfer und der Ja, blöde Ausbilder hat Bildungsträger das, und ja. genau, ne? Sondern sich überlegen, okay, vielleicht war es einfach Kacke, ne? Vielleicht war ich einfach schlecht. Und wenn das so ist, dann natürlich einfach nochmal hinsetzen, lernen, das Zeug durchgehen und versuchen es besser zu machen. Und wenn es vielleicht was anderes ist, wie wirklich Prüfungsängste, also wenn es vielleicht wirklich irgendwie tiefer liegende Sachen sind, ja, sich dann irgendwie vielleicht, ne, entweder wirklich Hilfe holen, ne, oder coachen lassen oder einfach sich abfragen lassen von anderen oder Kontakt aufnehmen zu Leuten, die es schon gemacht haben, geschafft haben. Oder wenn man es bei einem Bildungsträger macht, da mal mit den Leuten reden, wie man am besten da vorgeht. Und aber ganz wichtig, einfach ja, vielleicht die Verantwortung bei sich selber suchen und nicht einfach alles wegschieben. So, also jetzt nochmal zwei ganz wichtige Punkte für die Zuhörer. Zum einen, mit wem unterhalte ich mich über den Meister? Nicht mit Leuten, die nur, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, nur Unterrichtung oder Sachkunde haben, sondern ich halte mich mit anderen Meistern darüber, weil die mir eine ganz andere Perspektive hier zeigen können, was einfach ein Meister bringt. Und das Zweite eben hier nicht immer gleich aufgeben und Stichwort Mindset eben sagen, ich schaffe das, ich ziehe das durch und sich nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten dann hier gleich aufgeben und nicht immer die Schuld bei anderen suchen. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt fürs Learning, weil das eben sehr einfach ist, es sind immer die anderen schuld. Der Chef ist schuld, der hat mir nicht freigegeben und meine Frau ist schuld, die hat mir keine Zeit gelassen und die Kollegen sind schuld und der Bildungsträger ist schuld und der Prüfer ist schuld und alle sind schuld, bloß ich nicht. Falsch, es ist genau umgekehrt, weil im Zweifel liegt es immer am selben, nämlich zu wenig gelernt. Ja, und dann muss ich halt mich einfach an die eigene Nase fassen und dann würde es auch beim zweiten Mal besser funktionieren. Und wie gesagt, deswegen habe ich das auch alles sehr angesprochen, Ihre Mail. Und das ist auch noch ein, was man hier sehr gut lernen kann. Wir würden jetzt hier uns nicht unterhalten, wenn Sie mir die Mail nicht geschickt hätten. Ja, also Das deswegen auch stimmt, hier ja. einfach mal auf andere Leute zugehen, sei es jetzt per Mail oder in den sozialen Medien. Ich erlebe es oft, dass wir zum Beispiel Leute da bei Facebook oder bei LinkedIn da ein Kontaktangebot schicken und ich schreibe dann vielen Dank und wollen wir uns mal unterhalten und dann kommt nichts. Wo ich sage, was soll denn das bitte? Ja, das sind dann Leute, die bloß sammeln. Ich sage, ich habe hier 500 Kontakte, aber ich kenne keinen von den 500. Ja, dann kann ich auch dankend drauf verzichten. Ja, Das also stimmt, einfach ja. mal aktiv werden, auf Leute zugehen und wie gesagt, deswegen
ganz lieben Dank, Herr Rottmann, dass Sie das getan haben, dass man jetzt einfach da über diese, in dieser Form drüber sprechen kann und vielleicht der ein oder andere erkennt, okay, da gibt es einen Weg aus dieser, in Anführungszeichen, Falle mit Sklavenlohn und böser Sicherheitsdienst und 300 Stunden und kein Geld. Da gibt es definitiv Lösungen, weil ich muss halt selber aktiv werden. Ja, es wird kein anderer für mich aktiv werden. Und deswegen super dieses Beispiel, das Sie uns hier geschildert haben. Herr Rottmann, ganz herzlichen Dank für das Interview. Haben Sie zum Schluss noch einen Tipp für Leute, die sagen, ja, das, was der Herr Rottmann hier erzählt hat, da kann ich mich, finde ich mich wieder, das würde ich auch gerne so machen. Also der größte Tipp, glaube ich, den ich geben kann, ist wirklich einfach anfangen oder sich vielleicht, bevor man anfängt, wirklich einen Plan zu machen, wo will ich denn eigentlich hin, sich über die eigenen Ziele und Werte irgendwie klar machen. Und wenn das nämlich klar ist, dann wird es einfach leichter auch zu starten. Und wenn einen der Arbeitgeber nicht unterstützt oder wenn man das nicht möchte, dass der Bescheid weiß, einfach selber machen. Ne? Ich meine, es gibt viele, viele Erstattungen, ne? Oder man kann es auch immer noch von der Steuer absetzen, ja, oder was auch immer. Ne? Also irgendwie wird es da nicht so teuer. Und man muss ja auch nicht direkt den Meister machen. Ne? Man kann ja auch mal mit einer Sachkunde starten, ne? Für die Unterrichtungsleute oder eine GSSK oder also alles step by step. Ist einfach genau besser als nichts. Das wäre so der Tipp. Herr Rottmann, ganz herzlichen Dank. Ihnen alles Gute und vielleicht hören wir uns demnächst mal wieder im Podcast. Alles klar, sehr gerne, gell? Danke. Tschüss.